Dann willkommen zu einem Abend voller Faszination des Tauchens und voller, so hoffe ich zumindest, biologischer Faszination, die ich versuche rüberzubringen. Und zwar zum Thema Korallen. Und wenn man über Korallen redet, muss man natürlich auch über deren Lebensgemeinschaft, die Korallenriffe, reden. Und damit die, warum das so ist, werde ich im weiteren Verlauf erklären, wichtigsten 0,2% des Meeresbodens. Ich muss dazu sagen, ja, ich bin Biologe. Mein Studium ist allerdings nun leider Gottes gut 30 Jahre her. Also wenn mich jemand unterbricht, unterbrechen will, weil er es besser weiß, weil er eine Frage hat, tut das bitte. Ich bin das von zu Hause gewohnt. Ich kann nie wirklich ausreden. Ich bin kein Korallenexperte, bin aber an verschiedenen Punkten in meinem Leben dem Thema Korallen sehr intensiv begegnet. Und deswegen fand ich das Thema so faszinierend, dass sich Vero angeboten habe, da ein bisschen was zuzusagen. Insgesamt Korallenriffe, Korallen selber sind ein wirklich faszinierendes biologisches Beispiel für Lebensgemeinschaften, für Ökologie, auch für die Wissenschaft der Ökologie und ein wunderbares Thema der Meeresbiologie. Und das ist einer der Gründe, warum ich statt wie üblich bei solchen Präsentationen mit den tollsten Fotos vieler bunter Korallen anzufangen, mit einem Aquarell anfange, mit einer Zeichnung, die etwa ziemlich genau 150 Jahre alt ist und mit fast fotografischer Genauigkeit Korallen, Korallentiere, Blumentiere zeigt. Das hat einen bestimmten Hintergrund, den wir im Laufe dieser kommenden Stunde noch verstehen werden. Ein kleiner Überblick. Wir wollen darüber reden, was sind Korallen. Man kann über diese Tiere, die sie sind, nicht reden, ohne nicht auch eine kleine Natur- und Kulturgeschichte wiederzugeben. Nämlich, was haben Korallen für Menschen bedeutet, für Kultur bedeutet und wie hat der Mensch sie entdeckt? Wir werden reden über das nach wie vor existierende, noch nicht vollständig aufgeklärte Rätsel der Reproduktion von Korallen, insbesondere in Korallenriffen. Wir werden reden über das Ökosystem Korallenriff. Und leider Gottes auch, das ist ein Must heutzutage, was diese Riffe, diese Lebensgemeinschaften bedroht. Denn, das werden wir am Ende sehen, sie sind leider sehr bedroht. Ich persönlich bin leider etwas pessimistisch, ob es uns gelingt, diese einzigartigen Organismen und ihre Lebensgemeinschaft zur Gänze zu erhalten. So, meine Präsentation über marine Biologie hat ich mit Goethe eröffnet, heute lieber Shakespeare, nämlich ein Zitat aus dem Sturm, Ariels Song oder Ariels Lied. Die Übersetzung steht unten drunter: Full fathom five thy father lies, of his bones are coral made, Korallen. Those are pearls that were his eyes, nothing of him that doth fade, but doth suffer the sea change into something rich and strange. Das ist jetzt etwa gute 400 Jahre alt, dass der Herr Shakespeare das geschrieben hat. Und auch das hat einen Hintergrund, den wir in der Präsentation nochmal sehen werden. Dies einfach nur als Einführung und als Beispiel dafür, dass Korallen in der Kulturgeschichte, auch in der jüngeren Kulturgeschichte der Menschheit, eine ganz erhebliche Rolle gespielt haben. Und die wollen wir uns angucken. Korallen. Korallen sind ein Teil des gesamten sogenannten Baum des Lebens. Hier rechts nochmal kurz wiedergegeben. Also der Vielfalt der, in dem Falle, tierischen Arten auf dem Planeten. Und der diesen Baum ursprünglich geschaffen hat, der die Evolution, die Entwicklung des Lebens zum ersten Mal mit einer konsistenten theoretischen Grundlage beschrieben hat, nämlich Charles Darwin, der hat notiert, dass der Baum des Lebens eigentlich eine Koralle des Lebens genannt werden sollte. Warum? Die Vielfalt und die Vielverzweigung von Korallen hat Charles Darwin und nach ihm viele andere große Biologen und Zoologen
an die Entwicklung des Lebens insgesamt erinnert. Und wir werden gleich sehen, dass auch im Organismus selbst jede Menge Beispiele dafür sind, wie sich Leben, komplexeres Leben, immer komplexer werdendes Leben in diesen Organismen entwickelt hat, dass sie tatsächlich als Beispielorganismus für die Evolution und die Geschichte des Lebens auf unserem Planeten dienen können. Und damit, ja, das ist eine Reminiszenz an den IPC-Kurs. Das sparen wir uns jetzt. Bevor ich jetzt in die Einzelheiten komme, für gewöhnlich wird das bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen immer am Ende gemacht, aber ich finde, wenn man Menschen zitiert und auf ihre Arbeit aufbaut, dann sollte man sie auch würdigen. Und das tut man besser am Anfang. Ich habe für diese Präsentation auf verschiedene Quellen zurückgegriffen, nämlich eines der Standardlehrbücher der Zoologie von Remane, Storch und Welsch, auf ein weiteres, etwas jüngeres Standardlehrbuch, der sogenannte Wehner Gehring, jedem Biologiestudenten ein Graus, Zoologie, erschienen im Thieme Verlag. Ich habe darauf zurückgegriffen, auf eigentlich die umfassendste, das gilt für die gesamte Literatur, auch wenn es auf Deutsch erschienen ist, umfassendste Darstellung der speziellen Zoologie, also der Lehre der einzelnen Tierstämme, Gattungen, Ordnungen, Arten, nämlich das von Alfred Kästner begründete, großartige, vieltausendseitige Buch, Lehrbuch der speziellen Zoologie. Und bitte nicht lachen, denn das ist ein durchaus ernstzunehmendes Lehrbuch, zumindest in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts mal gewesen, Jimmicks Tierleben, da den Band 1, die Hohltiere. Darüber hinaus hat mir geholfen der Herr Dietrich Mebs, ein Spezialist für Toxikologie, Gifte im Riff, bei Tauchern durchaus bekannt und beliebt. Das, wie ich fand, etwas enttäuschende, sehr neue Buch von Heinz Krümmer, ein Journalist bei Spektrum der Wissenschaft, Netzwerk Korallenriffe. Das war mir persönlich ein bisschen dünn drüber weg und es sind sachlich einige dicke Klopfer drin. Das wunderschöne Buch von Jutta Persson, Korallen, das ist kein Biologiebuch, das ist eher so eine Gesamtzusammenstellung, auch mit starken kulturgeschichtlichen Reminiszenzen. Und das Buch von dem Korallenpapst der deutschen Sprache oder im deutschsprachigen Raum, nämlich Helmut Schumacher, den ich einmal kennenlernen durfte, Korallenriffe, erschienen bei BLV. Für die Theorie der Biologie dahinter von Peter Ax, das phylogenetische System und sein Spezialbuch zum Thema Phylogenese der Metazoa, also der Tiere, zu denen die Korallen gehören. Weil Korallen auch eine geografische Bedeutung haben, von Paul Müller, Biogeografie und über allem schwebt nach wie vor das fantastische Buch von Pierre Tardin, die Gesamtdarstellung, 40 Jahre alt, immer noch ein absolutes Standardwerk, Pierre Tardin, Meeresbiologie. Ich habe für Fotos und Artbestimmungen zurückgegriffen auf das World Register of Marine Species, WORMS, so ein Internetportal für jeden frei zugänglich, empfehle ich mal aufzurufen. Eine super Quelle, ein Traum eines jeden artbestimmenden Biologen. Ähnlich das OBIS, das Ocean Biodiversity Information System, das bei der Verbreitung von Organismen sehr exakt ist. Und auf die BIOTA, die Banco de Datos de Biodiversidad in den Canarias, ebenfalls ein tolles Projekt. Biologisch muss man manchmal ein bisschen vorsichtig sein, weil nicht alle Daten hundertprozentig stimmen. Seit die sich mit WORMS abstimmen, ist das besser geworden, aber noch immer passt nicht jedes Foto korrekt zu jeder Art, die da genannt wird. Und oben drüber ganz jung, ganz jüngst, also vor einigen Tagen ins Netz gestellt nochmal die Sonderausgabe des Eco-Magazin anlässlich des International Coral Reef Symposium, das in Anführungszeichen meiner Uni in Bremen stattgefunden hat, bis vor 4 Tagen und wo eine Gesamtschau der Wissenschaft und Ökologie und ihres aktuellen Kenntnisstandes zum Thema Korallen, Korallenriffe zusammengefasst wurde. So, und damit der Einführungen genug. Als wir über diese Präsentation gesprochen haben, hat Vero mir einfach in eine Entwurfsfolie, ein Entwurfsslide reingeschrieben: Thomas, was sind eigentlich Korallen?
Gute Frage. Und wir sind ja nicht die Ersten, die Korallen erklären. Dass es Korallen gibt, wissen die Menschen seit vielen tausend Jahren. Aber was sind Korallen? Und in der Mythologie, hier am Beispiel des römischen Dichters Ovid, der genau um Christi Geburt herum gelebt hat, der beschreibt Metamorphosen als eine unglaublich brutale Verwandlung. Ja, nachdem nämlich der mythische Held Perseus seine geliebte Andromeda aus der Gewalt des Meeresungeheuers Medusa befreit, wäscht er von seinem Körper das Blut, die Spuren des Kampfes im Meer. Das Haupt seines Opfers, dieser fürchterlichen Medusa, die jeden zu Stein verwandelt hat, den sie angeguckt hat, hat er dadurch überlistet, dass er seinen metallenen Schild zum Spiegel poliert hat, sie also nicht direkt angucken musste, während er sie bekämpft hat. Und das abgeschlagene Haupt bettet er auf Seetang. Die Pflanzen färben sich rot vom Blut, das aus dem Antlitz dieser Gorgone tropft. Die Gorgonen sind die Seeschlangen auf ihrem Haupt. Und der todbringende Blick oder Anblick, das funktioniert in beide Richtungen, der Meduse verliert so seine Kraft und verwandelt die Algen zu einem Korallenstock oder Stein. Und die Nymphen, die dem Kampf als Zeugen beigewohnt haben, verstreuen diesen steinernen Tang danach in allen Meeren. So hat Ovid das rechts zu sehen auf einer wunderschönen Klostermitschrift. So hat Ovid das seinem Publikum erklärt. Und was ihr dort als Bildgebung für die Meduse seht, ist ein Ausschnitt aus einem Gemälde von dem berühmten Maler Caravaggio. Und das gilt als eins der Epochenbilder, als eine Ikone der Barockmalerei, weil es erstmals so realistisch die Mythologie wiedergibt. Das ist die eine Seite von Korallen, also ein Teil der Entstehungsgeschichte, der mythischen Entstehungsgeschichte der Menschheit und ihrer ersten Heldentat. Zur gleichen Zeit, interessanterweise, beziehungsweise vielleicht mal gerade 20, 30 Jahre später, haben die ersten Naturkundler, die ersten, wenn man so will, wissenschaftlich arbeitenden Biologen das versucht für sich zu fassen. Aristoteles und Theophrast sogar schon früher, die waren etwas früher dran, 200, 300 Jahre. Aber ganz besonders Plinius der Ältere, dessen Buch Naturalis Historia bis in die Renaissance hinein, also 1600 Jahre lang, als das Standardwerk zur Naturbeschreibung und gewissermaßen heute würden wir sagen zur Biologie galt. Um das zu verdeutlichen, das ist ungefähr so, als würde man Jimmex Tierleben im Jahre 3500, more or less, immer noch als Standardwerk zitieren. Das wird sicherlich nicht passieren. Aber all diese großen Geister der Antike haben gesagt, Korallen sind ganz klar Meerespflanzen. Alles, was passiert, wenn wir sie aus dem Wasser entfernen, sie werden zu Stein. Wie genau das passiert, können wir nicht erklären. Aber in der damaligen Lehre, und auch daher kommt eine Faszination, kommt ein Mythos der Korallen her, ist ein solcher Organismus, ob nun Pflanze oder was anderes, ein Symbol für die Urkraft und den Fortbestand des Lebens. Die Vier-Elemente-Lehre, die mit der modernen Physik überhaupt nichts zu tun hat, aber rund ein Jahrtausend lang die griechische und römische Philosophie und akademische Lehre beeinflusst hat, die hat die vier Elemente Wasser und Luft, Erde und unter Umständen, also auch Feuer, gekannt. Und all dies hat man in den Korallen und insbesondere in einer berühmten Koralle gesehen, nämlich in der Feuerkoralle oder Blutkoralle, heute auch Schmuckkoralle genannt, Corallium rubrum. Die schien alle diese vier Elemente, diese vier Urkräfte des Planeten Erde in sich vereinen zu können. Und das hatte natürlich eine gewaltige Wirkung auf das Publikum bis ins tiefe Mittelalter hin. Schauen wir uns mal an, was für eine Funktion Korallen für Menschen hatten und immer noch haben teilweise.
Korallen sind häufig und an vielen Orten der Erde als Geld und auch als rituelles Geld genutzt worden. Derjenige, der zuerst die Nachricht von Korallen, die als Geld genutzt werden, mitgebracht hat, war übrigens Marco Polo, also der venezianische Forschungs- und Handlungsreisende, der von Korallen als Geldmittel, als Zahlungsmittel in Tibet berichtet hat. Was hochinteressant ist, weil nun gerade in Tibet eigentlich Korallen nicht so vorkommen und jetzt nächste Vorkommen von Korallen mindestens 3000 Kilometer von Tibet entfernt ist. Korallen waren Schmuck und wir wissen heute, und zwar von Ausgrabungen aus einer der ältesten Städte der Welt, die wir nachweisen können, die Siedlung in Anatolien, Çatalhöyük, die eine erste städtische Siedlung in der Jungsteinzeit darstellt, dass die ersten Korallenschmuckstücke, die künstlich bearbeitet und hergestellt wurden, bis zu 9.500 Jahre alt sind. Also fast 10.000, Entschuldigung, Jahre Begleitung der Menschheitsgeschichte als Schmuck oder vielleicht nicht ganz so lange als Zahlungsmittel. Wen das interessiert, kurzer Hinweis, die sowieso großartige Zeitschrift Mare hat in ihrer Nummer 111 eine eigene Ausgabe den Korallen gewidmet. Wen das Thema weiter interessiert, wunderbar geschrieben, großartig recherchiert. Und ansonsten eine kleine Darstellung von Korallenschmuck und wie die Korallentaucher damals, es ist eine Radierung aus dem Ernst-August-Museum in Hannover, wie die Korallentaucher gearbeitet haben und die Korallen aus dem Meer geborgen haben etwa 300 Jahre alt, diese Radierung. Womit wir den Mythos der Korallen noch etwas genauer ausleuchten können, denn die Funktion von Korallen für den Menschen ist bis in die heutige Zeit. Ich habe das auf Indonesien gesehen, ich habe es in Italien gesehen, ich habe es in der Türkei gesehen. Und das tut dem Organismus der Korallen natürlich nicht gut, weil sie geerntet werden im wahrsten Sinne des Wortes. Aber als religiöse oder schamanistische Devotionalie oder als Amulett. Das kommt aus der Mythologie zur Abwehr des bösen Blicks, des Blicks der Medusa. Und wer das vielleicht mit am großartigsten in Bildform gebracht hat, ist der großartige Maler und auch epochemachende Maler Piero della Francesca mit seiner Madonna di Senigallia 1474. Und wenn man sich das anschaut, dann nimmt dieses Bild viel von dem, was später Leonardo da Vinci, Raphael und andere der großen epochemachenden Maler der Renaissance dargestellt haben, nimmt das ein Stück weit vorweg. Das ist das erste Mal eigentlich, dass sowas wie eine Zentralperspektive auftaucht. Und mitten in dieser Zentralperspektive, ja, nur das Jesuskind guckt den Betrachter an, alle anderen schlagen den Blick nieder, aber selbst das Jesuskind, der Sohn des allmächtigen Gottes, braucht ein Amulett aus einer Tatar roten Koralle, Corallium rubrum, und hat das mit Korallenperlen und offenbar in größeren Bildern sehr klar zu sehen als abgebrochenen Korallenstock, als Schutz vor dem bösen Blick, als Schutz vor der mythischen Antike, um den Hals hängen. Ganz bemerkenswertes Bild. Darüber hinaus, hatten und haben Korallen nach wie vor, eine echte Funktion für uns Menschen. Sie sind nämlich, und zwar auch seit der Antike, als Heilmittel, als Medikament bekannt. Inwieweit die gemahlenen Korallen, teilweise geschluckte Korallenstücke wirklich eine medizinische Wirkung hatten, mag ich biochemisch zu bezweifeln. Im Mittelalter wurde gerade Corallium rubrum als Gegenmittel zur Pest gesehen. Heute ist
Sind Korallen und sind die Korallenriffe quasi eine pharmakologische Datenbank? Werden immer wieder hochwirksame Mittel, insbesondere Zytostatika gegen Krebs, wie beispielsweise das Eleuterobin, gefunden, aber auch hochpotente Kandidaten für weitere Antibiotika entwickelt. Darüber hinaus, das ist ebenfalls bemerkenswert, also unten die chemische Formel ist das besagte Eleuterobin. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Firmen weltweit, die insbesondere Stein- und Geweihkorallen züchten, um aus ihren Korallenstöcken Knochenersatz herzustellen, der immer noch besser funktioniert, was sehr stabiles und trotzdem kalkhaltiges Gewebe ist und keine Abstoß- oder nur geringe Abstoßreaktionen hervorruft, ist ein moderner Einsatz von Korallen und Korallenprodukten in der Medizin. Und das ist mal eine Kulturgeschichte. Ja, vom Mythos zur Abwehr des bösen Blicks hin zu modernsten Antikrebsmitteln, zu modernsten Antibiotika. Das würde ich mal eine Geschichte nennen. Und am Ende haben die Korallen in den letzten etwa 220, 230 Jahren zweimal in der menschlichen Ideologie und Ideologiefindung und Beweisführung für solche Ideologien eine wesentliche Rolle gespielt. Einmal bei dem sogenannten Leib-Seele-Problem in der Aufklärung. Die Aufklärer haben versucht, den ganzen geistigen Rahmen, den die Kirche 2000 Jahre lang oder zu dem Zeitpunkt knapp 2000 Jahre lang um den Menschen herum gesponnen hat, aufzulösen und natürliche Beispiele dafür zu finden, dass man auch ohne Mythos und Religion leben kann. Und wer war da das beste Beispiel? Der Korallenpolyp, den man zu der Zeit sehr intensiv und möglicherweise auch genau deswegen sehr intensiv untersucht hat. Und da hat man festgestellt, das war der erste Organismus, bei dem man das festgestellt hat, heute kennen wir mehrere, die können knospen. Die können sich aus sich selbst heraus vermehren. Und da die Kirche, und das ist ein Problem, was bis heute beispielsweise in die Abtreibungsdiskussion reinspielt, jüngst wieder in den Vereinigten Staaten, da die Kirche gesagt hat, im Moment des Zusammenkommens von Mann und Frau entsteht auch so etwas wie die Seele, ja, der neue Leib und mit diesem neuen Leib die Seele, gab es dieses Leib-Seele-Problem nicht mehr, weil die konnten aus sich selbst heraus entstehen und wachsen. Einer der berühmtesten, neben Voltaire, berühmteste französische Aufklärer, Denis Diderot, der hat das in einem ganzen Roman, La Rêve d'Alembert, also d'Alemberts Traum, hat das dargestellt. Das war das eine Erscheinen, das war so um 1760, 1770. Das nächste Mal spielen Korallen und insbesondere ihre Lebensgemeinschaften, Korallenstöcke, als das Paradebeispiel für sozialdemokratische und kommunistische Lebensgemeinschaften eine Rolle. Nämlich bei Karl Marx und Kapital. Das ist kein Witz. Der hat darauf Bezug genommen und hat das sozusagen als biologisches Beispiel für die ideale Lebensform, in der alle gemeinschaftlich zu einer Lebensgemeinschaft beitragen, in seinem Hauptwerk dargestellt, und er hatte diese Infos, und damit sind wir bei dem Aquarell, das ich zur Einführung gezeigt habe, von dem deutschen Darwin, so wird er häufig genannt, nämlich von dem Zoologen Ernst Haeckel, der 1874 muss es gewesen sein, ans Rote Meer gefahren ist, dort diese Korallentiere oder Blumentiere, wie er sie genannt hat, entdeckt und gezeichnet hat. Also entdeckt wurden sie schon vorher, aber er hat sie systematisiert und so bildlich dargestellt mit diesen wunderschönen, faszinierenden Bildern, die er alle selber gemalt hat. Und man muss dazu auch wissen, mit Tauchen war damals nicht viel. Er hat einen Kasten gehabt, also im wahrsten Sinne des Wortes ein Holzkasten, an dessen Ende eine Glasscheibe war,
und hat von schwankenden Booten aus diese Bilder gemalt. Korallen sind so wenig kommunistisch wie sozialdemokratisch wie nationalistisch. Das ist uns heute allen sicherlich klar. Aber auch da ein erheblicher Beitrag zu der Diskussion von uns Menschen. Aber auch ein erheblicher Beitrag und ein erheblicher Impetus für die Forschung, da weiter dran zu arbeiten. Ernst Haeckel war übrigens derjenige, der dann zum Schluss den sehr einsichtigen Beweis geführt hat, dass Korallen wirklich keine Pflanzen sein können, sondern Tiere sein müssen. Er hat nämlich ganz knapp einfach nur notiert, ich habe hier beim Sezieren einen Magen gefunden oder ein magenartiges Organ, und Pflanzen mit Mägen, die gibt es nicht. Womit wir wieder zu dem Thema kommen, was sind eigentlich Korallen? Und zwar im Sinne der modernen Biologie. Dass Korallen Tiere sind, wissen wir erst seit etwa 250 Jahren. Und derjenige, der diese Beweisführung biologisch sehr konsistent geführt hat, ist der Franzose Jean-André Personnel gewesen, der für diese Errungenschaft auch in die Académie Française aufgenommen wurde. Der hat aufgrund von Bewegungen, aufgrund von Zellen, man muss sich das vorstellen, die hatten damals keine Mikroskope, wie wir sie heute haben. Die mussten teilweise jahrelang Lebenszyklen beobachten, um tatsächlich zuordnen zu können, ist eine Koralle eher ein Tier oder eher eine Pflanze. Aber der hat das erste Mal eindeutig nachgewiesen, Korallen gehören biologisch zu den Tieren. Es sind eben keine Pflanzen, wie man bis dahin. Bewusst hat. Sorry, ich musste gerade einmal auf den Chat reagieren. Und in dem berühmten Buch und der Grundlage der modernen Artenlehre und Evolutionstheorie von Carl von Linné, dem Systema Naturae, da wurden die Korallen dann auch schon, zwar noch nicht korrekt, aber zu den Tieren, nämlich zu den Würmern gezählt. Und die moderne zoologische Systematik, besagter Charles Darwin und eben genannter Ernst Haeckel, die haben die Korallen das erste Mal biologisch eingeordnet, wie wir sie heute auch immer noch betrachten, nämlich als eigenständigen Stamm, und zwar die sogenannten Nesseltiere mit den Klassen, wir haben mehr Klassen, der Blumentiere, der Anthozoa und der Hydrozoa. Ich sehe jetzt hier auf unserer Präsentation einen Strich. Ich habe aus Versehen da eine Kommentaranfrage gestartet hat, deshalb habe ich dir, hatte ich gesagt, mach einfach. Ach so, okay. Ich frage mich gerade, wie man Kommentieren beenden kann. Denn ich komme im Moment, muss ich gestehen, leider auch in der Präsentation deswegen nicht weiter. Sie und Sandra können zeichnen. Sandra, dann geh doch mal bitte aus dem Kommentieren raus. Sorry, ich versuche das die ganze Zeit, aber ich komme irgendwie nicht raus. Es tut mir total leid. Kein Problem, wir müssen nur gerade rausfinden, wie es geht. Ja, und ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, wie ich jetzt hier wieder rauskomme. Wahrscheinlich kannst du das kommentieren. Da oben ist doch genau kommentieren beenden. Kommentieren beenden. Boom, erklär, alles klar. Ja, das ist kein böser Wille, dich da rauszufallen. Nein. Es passiert immer mal wieder, dass Leute aus Versehen so Knöpfe durchklicken und dann auf Kommentaranfrage kommen. Deshalb da immer einfach ablehnen, weil das ist immer ein Fehler. Das ist ja. Kein Problem. Tut mir total leid. Aber ihr konntet das jetzt ist gelöst, rausnehmen, ist ne? Gelöst. Ja. Super, vielen Dank. So. Und jetzt müsste ich auch wieder weiterkommen. Leider nein. Doch, müsstest du. So, und da gucken wir uns diesen Phylum, diesen Stamm Cnidaria nochmal etwas genauer an. Denn das ist ein bisschen irreführend. Das deutsche Wort Koralle gilt für alle
Ordnung und Gattung der Anthozoe, der Blumentiere. Das ist das, was Haeckel auch die Korallentiere genannt hat. Aber nur für eine Ordnung der Hydrozoe. Um es kurz zu machen, die Anthozoe, die Blumentiere, die schauen wir uns gleich etwas genauer an. Die Hydrozoa sind im Prinzip Korallen, und das ist jetzt verkürzt und in dieser Kürze eigentlich falsch, aber ich sage es trotzdem mal, Korallen, die auch Quallen bilden können. Die Hydrozoa haben ein sogenanntes Medusenstadium, sind eng, das sehen wir gleich, mit den Anthozoa verwandt. Aber zu den Hydrozoa gehören auch so unappetitliche Organismen, beispielsweise wie Physalia physalis, also die portugiesische Galeere, die hochgiftig ist und äußerst unangenehme Folgen haben kann bei einer Begegnung. Auch die berühmte giftige Seewespe, Chironex fleckeri, gehört zu diesen Tieren, aber eben auch die Korallen, nämlich genauer die Feuerkorallen. Für die Biologen, die es genauer interessiert, ich spare mir das im Einzelnen darzustellen, denn ich fasse das gleich etwas vereinfachend zusammen. Aber das sind die Verwandtschaftsverhältnisse. Die Cnidarier sind uralt, die Nesseltiere. Und die beiden ersten Subklassen, nämlich die Anthozoa und die Hydrozoa, die sind eng miteinander verwandt. Die Hydrozoa sind offenbar nach den Anthozoa entstanden. Wir sehen da gleich noch ein paar genauere Geschichten dazu. Und für diejenigen, die dieses Thema biologisch weiterverfolgen wollen, hier die Aufsätze, die das noch sehr viel genauer darstellen, als ich das jetzt kann. Was sind Korallen? Bei den Cnidaria, ja, das ist das deutsche Wort, ein bisschen missverständlich ist, hatte ich eben schon gesagt. Schauen wir uns die mal als Einzelorganismus an. Korallen haben Nesseln. Sie sind Nesseltiere. Dazu kommen wir gleich. Aber sie haben die ersten Muskeln. Noch ursprünglichere Organismen, nämlich die Porifera, die Schwämme, die haben das nicht. Korallen sind die ersten Organismen, die beginnen ihre Bewegungen tatsächlich mit dem Zusammenspiel von Muskel- und Nervenzellen steuern zu können. Und zwar sehen wir das hier bei den Tentakeln, das ist mal aus dem biologischen Lehrbuch eine Standardzeichnung eines klassischen Korallenpolypen, der Tentakel hat. Und diese Tentakel kann er im Zusammenspiel mit Muskel- und Nervenzellen steuern und Nahrung gesteuert seinem Mund hier mal eine Aufsicht der Mundplatte zuführen. Das ist übrigens etwas, was wir heute sogar unter Wasser gesehen haben. Das muss nämlich die Mundplatte einer Keulenanemone sein. Die haben das erste Mal differenzierungsfähige Zellen. Das heißt, von denen führt ein direkter Weg zu den Stammzellen, die heute bei der Gentechnologie eine ganz wichtige Rolle spielen und auch zu Recht sehr in der ethisch-moralischen Diskussion sind. Ja, wir haben bei diesen Tieren bereits das erste Auftauchen eines bilateralen Nervensystems. Das ist bemerkenswert, denn wir Menschen zählen zu den höchst entwickelten Formen derjenigen, der Bilateria, die mit einem zweiseitigen Nervensystem ausgerüstet sind und möglicherweise deswegen in der Lage sind, ihren Planeten völlig kaputt zu machen. Aber dazu kommen wir auch später. Korallen haben ein hochdifferenziertes Fortpflanzungssystem. Die haben nämlich einen zweiphasigen Lebenszyklus mit einer eigens dafür entstandenen Larvenformen. Die Biologen nennen das Planula-Larven. Und wie ich schon gesagt hatte, bei den Hydrozoen, bei den Feuerkorallen, gibt es sogar eine kleine Medusenbildung. Da bilden sich auch bei den Feuerkorallen kleine Medusen, die sich abschnüren und sich damit natürlich einen ganz anderen Lebensraum erschließen. Medusen, also Quallen, können Tausende von Kilometern weit schwimmen. Letzter wesentlicher Punkt und Neuerwerbung, ein, wir würden sagen, Skelett, wenn wir auf den Menschen gucken.
nämlich eine Basalplatte und auch eine Mesenterialunterteilung teilweise aus Kalk bzw. Kalkkristallen. Da wird also ein Stoff, der auf der Erde vorhanden ist, bewusst in den Körper eingebaut. Das alles muss ein Organismus erstmal beherrschen lernen im Sinne der Steuerung seiner Fortpflanzung, seiner Entwicklungszellen und seines später differenzierten Gewebes. Das sind Errungenschaften, die wir Menschen größtenteils mit den Korallen noch immer gemeinsam haben. Selbst bei modernen gentechnologischen Untersuchungen wird immer wieder bestätigt, dass wir einen großen Teil, etwa bis zu 10% der Gene mit den Korallen gemeinsam haben. Das sollte man bei der Diskussion um diese Organismen nicht vergessen. Und das ist die biologische Systematik, wie sich die Korallen erschließen. Ich spare mir die genauere anatomische Beschreibung, dazu fehlt uns die Zeit und das ist, glaube ich, auch nicht so interessant, nämlich die Anthozoa, die Blumentiere, die in zwei Unterklassen, die Klasse der Blumentiere, die in zwei Unterklassen unterteilt wird, einmal die sechsstrahligen und einmal die achtstrahligen Blumentiere. Das ist erstmal nicht mehr und nicht weniger als die Innenaufteilung des Polypen. Da beginnt es auch für die Taucher vielleicht interessant zu werden. Das heißt, die sechsstrahligen Korallen oder Blumentiere, das sind Seeanemonen. Das sind die berühmten schwarzen Korallen. Ich habe heute noch welche gesehen, auch Dörnchenkorallen genannt. Das sind die Zylinderrosen. Das sind die Scheibenanemonen. Die sehen wir hier nicht oder zumindest nicht in einer Größe, dass man sie ohne Mikroskop betrachten kann. Die Steinkorallen, das sind die Korallen, die eigentlich als Riffbilder bekannt sind. Und die Krustenanemonen. Bei den achtstrahligen sind das die Weichkorallen, die Lederkorallen. Wer in den Tropen tauchen war, hat mit Sicherheit schon mal intakte Lederkorallen gesehen, mit diesem wirklich hautlederartigen Bezug. Dann die Helioporacea, eine sehr kleine Korallenart, die aber eine Fähigkeit entwickelt hat, dieses Skelett noch sehr viel raffinierter aufzubauen. Und die Seefedern, ganz berühmt, die tatsächlich ausschauen wie eine in den Meeressand gesteckte Feder. Und die Schwesterklasse, die Hydrozoa, jede Menge Subklassis und Gattungen und Ordnungen. Wir konzentrieren uns heute auf die Korallen, nämlich die Anthoa tecata und da besonders die Familie der Milleporidae. Das sind auch Riffbildner, die eine Kalkplatte bilden und auf Deutsch nennen wir die vor allem die Feuerkorallen. So, tauchen wir ab. Ich hatte heute schon zwei Tauchgänge, ich will euch nicht neidisch machen, aber ja, man kann vor La Palma Korallenarten beobachten, sogar verdammt gut beobachten. Ich habe mir bei den letzten sechs Tauchgängen die Freude gemacht, nochmal zu kontrollieren, ob die auch da vorkommen, wo ich es heute versprechen wollte. Und ich kann bestätigen, ja, es geht Ihnen gut. Sie sind da und sie sind teilweise sogar noch viel mehr da als vor einem Jahr, als ich das letzte Mal danach geschaut hatte. Hier zwei Korallenarten, die von einem alten Bekannten bestimmt worden sind, nämlich Peter Wirz. Vielen Tauchern vielleicht noch bekannt als Verfasser des ersten wirklich wissenschaftlich fundierten Fischführer Kanaren, oben rechts abgebildet. Und ich habe eben was Falsches gesagt, denn Peter Wirz ist viel zu anständig, um selber Organismen zu entdecken und sie nach sich zu benennen. Einige Biologen tun das, das gilt eigentlich als unfein. Aber zu seinen Ehren sind mehrere Korallenarten, die er mitentdeckt hat, von anderen so benannt worden. Unter anderem von dem
großen Professor Brito hier an der Uni Teneriffa, einer der besten Artenkenner der Kanarischen Ozean, des Kanarischen Ozeans. Hier Steinkorall, Scleractinia, das sind riffbildende Korallen, auch wenn sie keine großen Korallenriffe hier bilden. Africana, das ist eine eigene, relativ große Familie, ist das Typotaxon, also sozusagen der Beispielorganismus für diese Familie. Und Thalamophilia wird sie. Und wenn man sie anguckt, wann die entdeckt worden sind, 2015 validiert. Leute, vor La Palma ist noch jede Menge los. Wir kennen nur einen Bruchteil dessen, was wir kennen, biologisch kennen nur einen Bruchteil dessen, was hier im Meer tatsächlich vorhanden ist. Für die, die nachschauen wollen, ob ich Quatsch erzähle, Malpique, Los Molinos, gern in den Höhlen, in den Lava-Überhängen. Die Decken dieser Überhänge sind voll von den Viechern. Und sie produzieren, wie man dort auch direkt sehen kann, kräftig Kalkablagerungen. Und es scheint ihnen im Moment auch ganz hervorragend zu gehen, spricht für die Wasserqualität. Dann haben wir hier auch eine achtstrahlige Weichkoralle, und zwar sogar eine, die nur hier bisher nachgewiesen worden ist, eine sogenannte endemische Art. Ebenfalls zu sehen in Malpique, in Las Cabras, Los Molinos. Ich habe sie mal allerdings etwas abseits der üblichen Wege auch in Puerto Naos oder vor Puerto Naos gesehen. Das ist eine Weichkoralle, etwa, ja, habe ich eben beim vorherigen Slide vergessen zu sagen, die sind nicht sehr groß, die haben einen Durchmesser von vielleicht einem Zentimeter. Diese Weichkoralle hier ist maximal 3-4 Zentimeter lang. Aber wenn man weiß, wonach man schaut, kann man sie relativ einfach entdecken. Und dann, ja, unser aller Lieblings- und Beispielorganismus, das schönste Ausflugsziel am Turm in Malpique, ebenfalls heute gesehen. Die schwarzen Korallen sind eine eigene Ordnung der sechsstrahligen Korallen, weil sie sich noch erheblich weiter ausdifferenziert haben. Jeder Polyp, nochmal, ja, das wird häufig verwechselt, das ist die schwarze Koralle. Das ist so nicht ganz richtig. Denn es sind viele tausend einzelne Organismen, die einen solchen schwarzen Korallenstock bilden. Das heißt, was wir da als großes, blumenartiges Gebilde sehen, ist nicht die schwarze Koralle. Das sind tausende von schwarzen Korallen. Jeder Polyp, wenn man etwas näher dran geht und anders als ich auch gut in der Kurzsicht ist, ohne Brille, dann kann man das erkennen. Das sind bis zu 1 Millimeter große, kleine Polypen, die dieses Gesamtgerüst bilden, die offenbar auch in ihrem genetischen Programm diese Gerüstbildung bereits niedergelegt haben. Und die bilden zusammen das, was wir als Gesamtorganismus, als schwarze Koralle wahrnehmen. Übrigens immer schwarze Koralle. Ich habe häufig gehört, es wird schwarze Gorgonie genannt. Das ist biologisch Mumpitz. Ja, und da sind wir bei Shakespeare. Ja, das ist nämlich exakt der Seemannsgarn, der Shakespeare dazu inspiriert hat, einen toten Königsvater auf dem Meeresgrund in einem seiner Theaterstücke zu einer Koralle oder zumindest Körperteile von ihm zu einer Koralle werden zu lassen. Das ist die berühmte Dead Man's Hand, die tote Mannshand oder auch tote Seemannshand auf Deutsch. Interessanterweise in fast jeder europäischen Sprache dieselbe volkstümliche Bezeichnung, auf Spanisch Mano de Muerte, weil das wirklich, wenn man ein bisschen Fantasie hat, so aussieht wie der umgestülpte die ungestülpte Haut einer der Hand eines Toten oder des Lederhandschuhs eines Toten. Vor Urzeiten entdeckt, einer der vielen Organismen, bei denen Linné schon völlig richtig gelegen hat, als er die eigene Art bestimmt hat. Aber das war für mich der Grund, Shakespeare zur Einführung in die Kultur- und Naturgeschichte der Korallen zu nehmen. Sieht man ebenfalls hier eher auf, nicht auf felsigem, sondern auf gerölligem Untergrund.
Ich selber habe sie schon mal vor Los Concajos gesehen und einmal auch in Malpica. Und wenn wir darüber reden, dann darf ich mal die Frage eines betreuten Tauchers hier stellen, der mich nach einem Tauchgang auch in Paradonaos vor dem Hotel gefragt hat, warum gucken da so viele Drähte aus dem Stein? Sind das die Drähte von den Amerikanern und ihrer Abhörstation? Nein, das sind Peitschen und Gorgonien, die eigentlich aus der Karibik hierher gekommen sind und die hier ebenfalls endemische Gorgonia elegante, Elisella parapleuxauridis, die Peitschengorgonie Elisella elongata, auch seit Urzeiten bestimmt, die kann man hier ebenfalls ab und zu sehen. Und man sieht hier, das ist eine Detailaufnahme, für die wir uns bei Biota bedanken müssen, man sieht hier die Zusammensetzung der einzelnen Stränge dieses Korallenstockes. Das ist immer ein kleiner Polyp. Und was dort so schön weiß abgehoben herausschaut, das sind seine Tentakel. Ebenfalls heute noch gesehen, mehrfach in verschiedenen Farben, eine Anemone, eine Endanemone, nämlich die Keulenanemone, Thelmatactis crixoides, kommt in allen möglichen Farben vor. Keulenanemone im Deutschen deswegen, weil sie in ihren Tentakeln diese Verdickungen hat, die tatsächlich aussehen wie eine Keule oder wie eine Faust. Ja, deswegen in der Tauchersprache auch die Faustbewegung, wenn man sie sieht und andere darauf aufmerksam machen will. Das ist eine Anemone, die, sorry, ich bin hier gerade durcheinander gekommen, die zu den sechsstrahligen Korallen gehört. Große Einzelpolypen bis 30 Zentimeter. Und der Aufbau, ob nun 30 Zentimeter groß und Thelmatactis oder ein winziger kleiner Teilpolyp einer schwarzen Koralle, ist de facto identisch. Dann kommt es auch immer wieder vor, dass nach einem Tauchgang auf La Palma gesagt wird: Ich habe die Schmuckkorallen entdeckt. Ich werde reich. Ja, wir gehen dann noch mal runter und holen das Ding hoch. Nein, das war mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Corallium rubrum. Die ist nämlich hier auf den Kanaren so gut wie ausgerottet. Ich habe Geschichten gehört und auch Veröffentlichungen gelesen, dass es sie angeblich hier noch geben soll. Aber die Wahrscheinlichkeit, ihr zu begegnen, ist gering. Aber sehr ähnlich aussehen tut die rote Gorgonie hier. Zwei wunderschöne Fotos. Eines davon von meinem guten alten Tauchlehrer, an den ich während dieser Präsentation denke, nämlich Georg Magon, dessen Basis leider hier auf der Insel nicht mehr existiert. Das ist eine echte Gorgonie, anders als die fälschlicherweise schwarze Gorgonie genannte schwarze Koralle, die hier relativ häufig sogar anzutreffen ist. Nicht alle Anemonen genannten Organismen sind auch Anemonen. Was Sie hier am häufigsten sehen, ist einmal die sogenannte Downs-Anemone oder Downs-See-Anemone. Nur das ist keine Anemone, sondern das ist eine Zylinderrose. Und die echten Anemonen, die muss man schon ein bisschen genauer suchen, weil sie sehr gut getarnt sind. Ich habe heute auch wieder eine gesehen. Die kommen häufig, da gibt es möglicherweise eine symbiotische Beziehung, kommen häufig in den Goldschwammkolonien vor. Warum, kann ich nicht begründen, kann ich nicht sagen. Aber was man fast auf jedem Tauchgang sieht, hier vor La Palma, sind die Zylinderrosen, die ihre vielzahligen Tentakel nach Beute ausstrecken. So, was man auch sehen kann, selten, aber das gibt es, sind die parasitischen Anemonen. Und die sitzen besonders gern auf Schneckengehäusen, die von einem Einsiedlerkrebs okkupiert worden sind.
Und man dachte lange, das ist eine schöne Anekdote, dass die Einsiedlerkrebse, die sich sozusagen auf ihr Gehäuse setzen, ja, ihre Schädere nehmen, die Anemonen da oben drauf sitzen, nichts da. Die Anemonen gehen aktiv auf diese Gehäuse drauf, bewegen sich aktiv. Ich habe unten mal, das tun die nämlich auch bei der Paarung, so eine idealisierte Zeichnung aus dem Zoologiebuch herauskopiert. Die Symbiose, die für beide Vorteile bedeutet, denn diese Anemonen vernässeln jeden möglichen Fressfeind des Krebses. Umgekehrt scheinen sie von seinen Beuteerfolgen zu profitieren und sich von Teilen der Beute mitzuernähren. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass diese Anemonen aktiv, obwohl wir sie beim Tauchen natürlich als sessile Tiere wahrnehmen, als sessile Organismen, aktiv auf die Einsiedlerkrebse zugehen und sich ihren Wirt, ihren symbiontischen Wirt suchen. So, und dann kommt jetzt vermutlich der Einwand. Jetzt hat er also viel über Anemonen und die Anthozoa geredet. Wo bleiben denn die Feuerkorallen? Und in der Tat, und das ist eine kleine Sensation gewesen vor jetzt knapp 15 Jahren, die Feuerkorallen, die Melepora, wurden das erste Mal soweit nördlich nachgewiesen, und zwar vor Teneriffa. Bedeutet, ich habe mal den Quellennachweis direkt da rein projiziert, bedeutet, ist sicherlich ein Zeichen oder hochwahrscheinlich ein Zeichen für einen fortschreitenden Klimawandel. Und ich habe da noch mit Fragezeichen reingeschrieben, demnächst auch vor La Palma. Ich kann dieses Fragezeichen wegnehmen, denn tatsächlich in einer Höhle vor Malpique, in der ersten Wand, die Taucher, die dort getaucht sind, denen sagt das was, wachsen die ersten Feuerkorallen auch vor La Palma. Ich habe natürlich keine Probe abgekratzt, aber und kann mich täuschen, aber ich müsste mich sehr täuschen, wenn das keine kleine Feuerkorallenstücke wären. Also auch La Palma wird in puncto Feuerkorallen zur Koralleninsel. Zuletzt, ganz jüngst entdeckt erst, 20 Jahre her, das ist keine echte Koralle, sondern auch ein Vertreter der Hydrozoa, der Schwesterklasse. Aber er ist vor 20 Jahren offiziell ins biologische Register eingetragen worden. Vor Las Cabras sind Wiesen von diesen Antennellas. Es ist eigentlich erstaunlich, dass selbst so weit verbreitete Organismen erst vor 20 Jahren registriert und validiert. Und damit zurück zur Frage. Was sind Korallen? Machen wir es uns ganz einfach. Korallen sind Killer. Korallen sind absolute Killer. Wenn man 800 Millionen Jahre Zeit hat, sich gegen Fressfeinde, gegen Konkurrenten und anderes zu wehren, dann braucht man ein ausgezeichnet zusammengestelltes Waffenrepertoire, und Korallen haben das. Sie haben nämlich, wir hatten das schon in der Frage angedeutet, Cnidaria, Nesseltiere. Sie haben an der Außenhaut und häufig konzentriert in ihren Tentakeln Nesselzellen. Nesselzellen, die nicht nur eine Harpune abschießen können, sondern diese Harpune ist außerdem noch mit einem kleinen Giftkanal versehen und verschießt tödliches Gift. Übrigens selbst für Menschen gefährlich. Steinkorallen, Nesseln nicht doll, aber es gibt Korallenarten, deren Gifte auch Menschen extrem gefährlich werden kann. Und ich gucke jetzt mal auf einen schlauen Zettel, weil das ist keine Kriegsberichterstattung, das ist ein Auszug aus dem zoologischen Lehrbuch, den ich aber eins zu eins kurz vorlesen möchte, weil er die gesamte Faszination dieser biologischen Entwicklung und dieser Waffe, dieser Harpune, wiedergibt. In Form ihrer Stilettkapseln verfügen Cnidaria über Miniaturgeschosse höchster und schnellster Durchschlagkraft.
auf mechanische Reizung des Knidozils, das ist hier dieser kleine Stachel, eines von einem Mikrovillikranz umstandenen Stereozyliums, das können wir vergessen, das ist die Harpune, entlädt sich die Kapsel explosionsartig. Innerhalb von 3 Millisekunden wird der gesamte schlauchförmige Inhalt der Zyste, der hier, nach außen geschleudert. Der Tubulus, also dieser Schlauch, abgeschossen und handschuhfingerartig umgekrempelt und dann über die ganze Länge hinweg ein Gift sezerniert, das die Beute lähmt. Wie Höchstgeschwindigkeit, Höchstfrequenzaufnahmen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera mit 4×10⁻⁴ Bildern pro Sekunde zeigen, öffnet sich der Kapseldeckel bereits nach einer Latenzzeit von 2 Millisekunden in weiteren 10 Mikrosekunden schießt dann der pfeilspitzenförmige Stilettapparat mit einer Beschleunigung von 40.000 G, das ist 40.000-fache Erdbeschleunigung, aus der Öffnung heraus und schlägt ein Loch in den Panzer der Beute, eines Kleinkrebses oder einer Insektenlarve. Im Experiment werden Araldithfolien von bis zu 2 Mikrometer Dicke durchschlagen. Das bedeutet, Araldit ist eine Epoxidharzfolie, ist eine extrem feste Kunststofffolie, mit der man früher übrigens auch mal so die Tische beklebt hat. Ja? Da können diese winzigen Organismen, diese winzigen Harpunen ein Loch hineinschlagen. Und das halte ich für relativ bemerkenswert. Und die Gifte, die diese Tiere synthetisieren, haben alle möglichen Wirkungen. Sie stellen sie selbst her. Auch das ist bemerkenswert. Es gibt viele Organismen, die sozusagen ihr Gift aus der Umwelt aufnehmen, konzentrieren und dann als eigenes Gift nutzen. Nein, diese Gifte sind offenbar über die letzten 600 bis 800 Millionen Jahren von den Korallen erfunden. Was sind Korallen? Korallen sind soziale Greise. Ich mache es mal ein bisschen populärwissenschaftlich. Korallen sind uralt. Wir haben die ersten fossilen Nachweise mit einer Altersbestimmung aus dem Präkambrium, also rund 560 Millionen Jahre, etwas mehr. Wir haben einen Hinweis darauf, dass die entstanden sind vor 600 bis 800 Millionen Jahren. Sie sind uralt, denn der erste, der heutzutage älteste noch lebende und bekannte Meeresorganismus ist eine Koralle, ein Exemplar der Leiopatis glaberima vor Hawaii gefunden, die mit der C14-Methode, also mit einem Fehlerquotienten von plus minus 44 Jahren in dem Fall, auf 4.265 Jahre bestimmt wurde. Das ist der älteste, bisher bekannteste Meeresorganismus überhaupt. Und Korallen bilden, wir haben es vorhin schon bei den einzelnen Beispielen von La Palma gesehen, eine Lebensgemeinschaft, den Korallenstock. Und diese Korallenstücke bilden dann wiederum ihre Riffe. Und sie tun dies seit besagten 600 bis 800 Millionen Jahren und haben dabei riesige Artefakte geschaffen, die wir heute gar nicht als Artefakte wahrnehmen, denn sie sind nicht geologischen Ursprungs, sie sind biologischen Ursprungs. Ein Beispiel ist beispielsweise die Sella-Gruppe in den Dolomiten. Das ist ein einziges altes Korallen. Andere Beispiele, die Langkofel-Gruppe beispielsweise in den Kalkalpen, ist ebenfalls ein großes altes Korallenriff. Hier nochmal die Lebensgemeinschaft, die wir vorhin schon bei der Gorgonia elegante gesehen haben. So wachsen die einzelnen Korallen mit Bildung der Kalkplatte zusammen. Dies sind die einzelnen Polypen. Aber wie gesagt, jeder Polyp ist de facto ein selbstständiges Tier. Und ganz interessant und nur als Nebenbemerkung, die knospen nicht nur, sondern es scheinen sich auch andere Polypen aus anderen Kolonien wechselweise auf den Korallenstücken anzusiedeln. Das ist bemerkenswert und bis heute auch noch nicht hundertprozentig aufgeklärt, wie das passieren kann. Korallen sind Geheimniskrämer, und zwar insbesondere beim Sex.
Korallen können sich, wir hatten das vorhin kurz angesprochen, als es um Diderot ging, können Knospen, ich zeige gleich den Kreislauf der Fortpflanzung, sozusagen aus sich selbst herauswachsen und einen neuen Organismus, aber mit dem identischen Erbmaterial schaffen. Und sie können sich auch rekombinieren. Das heißt, Eizelle und Spermium verschmelzen. Das Genmaterial kommt von zwei Organismen und stellt ein völlig neues Genreservoir dar. Und man hat sich viele, viele Jahrzehnte gefragt, wie machen Korallen das? Weil gerade die Steinkorallen, die wir hier sehen, die sind wirklich sessil, anders als die Anemonen, die können sich nicht bewegen, die können nicht ihren Ort wechseln. Wie machen die das, dass die voneinander wissen, wann der andere Korallenstock paarungsbereit ist? Weil miteinander sprechen funktioniert unter Wasser nicht. Und man hat auch beobachtet, ich habe das selber mal erleben dürfen im Ariatoll auf den Malediven. Da ist das, da hat das Wasser eine Konsistenz, als hätte man viele hundert Liter Milch hineingeschüttet. De facto werden da Milliarden und Abermilliarden von Eizellen und Spermien abgegeben. Und zwar zur gleichen Zeit. Das ist ganz wichtig für die Fische und andere Prädatoren, ist das ein Festmahl. Aber aufgrund der Vielzahl der gleichzeitig abgegebenen Ei- und Spermienzellen funktioniert Fortpflanzung bei Korallen immer noch. Aber wie kommt das, dass das gleichzeitig passieren kann? Und zwar auf den Malediven über ganze Atolle, am Great Barrier Reef über Entfernungen von mehreren hundert Kilometern. Und man hat alles Mögliche untersucht, wie diese Korallenblüte denn forciert wird, was die Faktoren sind, ob biotisch oder abiotisch, die die auslösen. Und dass sie das über hunderte von Kilometern koordinieren. Und man hat natürlich Dinge gefunden wie Wassertemperatur, Stand der Gezeiten, unter Umständen auch Wetterbedingungen. Und jüngst, ist noch nicht lange her, das Licht des Mondes, ein spezieller Lichteinfall, eine spezielle Lichtintensität des Mondes. Und wie üblich ist dann in der Populärpresse gefeiert worden, wir wissen jetzt alles über Korallen. Und da die Chemie, die hinter diesem rätselhaften Vorgang steckt, die ist entschlüsselt worden. Man hat sogenannte Fotorezeptorproteine, Kryptochrome, sagen die Biologen dazu, entdeckt, als einen der biochemischen Auslösefaktoren identifiziert. Aber gelöst ist dieses Rätsel noch lange nicht. Denn faszinierenderweise findet diese Korallenblüte auch immer zu ungefähr der gleichen Zeit im Kalenderjahr statt. Und das Kalenderjahr hat ja nun mal 12, aber auch mal 13 Vollmondphasen oder Mondphasen. Welcher Vollmond ist denn der richtige, der 12. oder der 13.? Also, es gibt da noch unglaublich viel zu entdecken und es gibt jede Menge unbekannte Mechanismen. Hier nochmal ganz idealisiert dargestellt die Fortpflanzung von Korallen. Das heißt, die einzelne Korallenkolonie bildet Spermien und Eizellen. Die vermischen sich untereinander, aber eben auch mit anderen Korallenkolonien, bilden die Planula-Larve, die im Meer weite Strecken zurücklegen kann, sich auf gerne Felsen, anderen schon kalkhaltigen Substraten und Habitaten niederlässt. Und dort entsteht ein erster Polyp, der zunächst mal wieder durch Knospung, also durch Selbstvermehrung entsteht. Und sobald er eine gewisse Reife erreicht hat, dann tatsächlich wieder in den zweigeschlechtlichen Vermehrungszyklus einsteigt. Das ist bei beiden Korallen, Feuerkorallen und Steinkorallen, identisch dieser Vermehrungszyklus, nur auch hier, ja, das ist eine gute Frage, sehe ich gerade. Gibt es männliche, weibliche Tiere oder gibt jeder Polyp beides ab? Das ist von Gattung zu Gattung, teilweise sogar von Art zu Art unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Polypen, die sind Zwitter, die sind zweigeschlechtlich. Interessant ist, dass die dann jeweils bei einer Korallenblüte nur die eine Art der Fortpflanzungszelle abgeben.
Also entweder die Eizelle oder das Spermium, auch wenn sie über beides verfügen und erst beim nächsten Blütenzyklus sozusagen das andere Geschlecht abgeben. Es gibt aber auch Korallenarten, die sozusagen in der Botanik würde man sagen, zweihäusig sind. Das heißt, die männlich oder weiblich sind. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Und in der Tat, was die Feuerkorallen noch auszeichnet, die bilden eine eigene Qualle, eine eigene Meduse und können damit ihren Wirkungskreis noch mal ganz erheblich erweitern. Korallen sind Gärtner. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Und das gehört mit zum Faszinierendsten, was man über Korallen überhaupt erzählen kann. Denn sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Gärtner ihrer eigenen Existenz. Sie hegen einen Garten an Pflanzen, von dem sie sich ernähren und aus dem sie Teile ihres Stoffwechsels generieren. Und wir können das sehen an Korallen durch die Farben. Denn die Farben der Korallen kommen nicht von den Zellen der Korallen, den tierischen Zellen, sondern sie kommen von pflanzlichen Zellen, die auch Photosynthese, also Energiegewinnung aus Licht betreiben können. Und die verschiedensten Farben annehmen. Man dachte mal, das wäre sozusagen eine Algenart. Heute weiß man, es gibt viele verschiedene und rätselhafterweise sind einige von denen nicht mal biologisch miteinander eng verwandt. Das heißt, das Ganze ist möglicherweise mehrfach passiert. Korallen nehmen Algen, die Photosynthese betreiben können, spezielle Algen auf. Diese Algen helfen Korallen, einen Kalkfuß zu bilden, indem sie nämlich tatsächlich bei der ständigen Kalkabscheidung der Korallen helfen. Kalk kommt im Meerwasser als Bicarbonat, als gelöster Kalk vor und befindet sich in dieser Form in einem ganz labilen Gleichgewichtszustand, nämlich gelöst beziehungsweise nicht gelöst oder als Hydrogencarbonat gebunden. Und in dieser Form als Calciumcarbonat wird er aus dem Meerwasser aufgenommen. Die Polypen können ein eigenes Enzym, die Carbonanhydrase, bilden, das diesen Gleichgewichtszustand stört, sodass die Menge des gelösten Kalks ständig erhöht und die Verfügbarkeit damit verbessert wird. Da fällt als Folge davon der eigentlich das, was wir als Kalk bezeichnen würden, nämlich das Calciumcarbonat aus und steht für die Skelettbildung zur Verfügung. Das geschieht in einem täglichen Rhythmus. Nur dieser Prozess wird unterstützt dadurch, dass die Zooxanthellen Photosynthese betreiben, mit dieser Photosynthese unter anderem Zucker bilden, der als Energielieferant wiederum den Korallenzellen zur Verfügung steht. Ja? Also Zucker und Polysaccharide. Und diese Zooxanthellen, die übrigens, es wird häufig gesagt, die leben auf den Korallen. Das ist nicht richtig. Die leben in dem Gewebe der Korallen mittendrin, beziehungsweise teilweise auch in den Kalkstöcken. Und bei der Photosynthese bilden die Zooxanthellen wiederum CO2, also Kohlendioxid, der wiederum hilft bei der Bildung der Kohlensäure, die ich für den chemischen Prozess der Kalkbildung und des Calciumcarbonats brauche. Das heißt, hier sind zwei biologisch völlig unterschiedliche Organismen, die einander auf eine Art und Weise helfen, die man als bestes Beispiel für ein ideales Zusammenleben zweier Organismen bezeichnen kann, nämlich die Symbiose. Und diese Symbiose hilft zum einen, man sieht das hier ein bisschen, die Kalkschicht zu bilden. Sie hilft aber zum anderen, überhaupt die Korallenriffe zu bilden.
Denn viele tausend oder viele Millionen Korallen bilden ebenfalls Gärten, nämlich Korallengärten, Korallenriffe. Diese Organismen sind, ich zitiere wieder ein Biologielehrbuch, stark an der Gestaltung der Erdoberfläche beteiligt. Und zwar in weit stärkerem Maß, als Sie das heute sehen. Siehe die Kalkalpen, siehe die Dolomiten. Und sie sind mit Abstand, auch heute noch, auch wenn der Mensch leider Gottes inzwischen ein Kandidat ist, sie in dieser Rolle abzulösen, sie sind die größte durch Leben geschaffene Struktur auf diesem Planeten. Und das ist nicht nochmal dieselbe Folie, sondern dieselbe Folie mit einer 10 Mikrometer Elektronenmikroskopie, wo man wunderbar erkennen kann, wie diese sogenannten Symbiondinien, die Zooxanthellen, tatsächlich im Gewebe der Korallen drin sitzen. Ja? Die Faszination, ich benutze dieses Wort nicht häufig und auch nicht gern, aber die Faszination, wie sie ein derartig hochkomplexes Prinzip auf Gegenseitigkeit gebildet hat, das nötigt mir auch als Biologe allerhöchsten Respekt. Damit kommen wir von den Korallen zu den Korallenriffen. Übrigens, pro Quadratmeter und Jahr bis zu 4 Kilo Calciumcarbonat. Nur mal als Größenordnung. Kann ein heute rezentes Korallenriff produzieren. Und wenn ich sage, oder vielmehr zitiere, dass es sich bei Korallenriffen um die wichtigsten 0,2% des Meeresbodens handelt, dann liegt das unter anderem daran, dass in diesen Ökosystemen, die nur irgendwas zwischen 0,1 und 0,2% der globalen marinen Unterwasserfläche bedecken, in diesen 0,1 bis 0,2% leben circa ein Drittel aller bekannten marinen Arten, also roundabout 33%, und mehr als 25% der bekannten Meeresfische. Und bis zu 50% aller bekannten Organismen im Meer haben eine Phase ihres Lebens, in ihrem Lebenszyklus, in dem sie auf Korallen und Korallenriffe angewiesen sind. Deswegen gehören tropische Korallenriffe zu den komplexesten und produktivsten Ökosystemen der Erde. Ja, in der Produktion von Biomasse liegen die ungefähr gleich auf mit den tropischen Regenwäldern und intakten subtropischen Mooren. Nur Moore oder der biologisch aktive Teil von Mooren, der kann 30, 40 Meter betragen, bei tropischen Regenwäldern je nach Baumhöhe bis zu 100 Meter. Aber ein Korallenriff ist meist auf maximal 2-3 Meter oberhalb des Meeresbodens limitiert oder oberhalb dessen, was die Korallen in der Vergangenheit gebaut haben. Also die biologische aktive Zone ist dann nochmal viel, viel dichter. Und die heutigen Erbauer, es gibt noch mehr, sind ausgestorben, aber die heutigen Erbauer dieser Riffe sind vor allem Steinkorallen und Feuerkorallen. Neben vielen Weichkorallen, die sie offenbar in symbiontischer Gemeinschaft auch zum Überleben brauchen. Aber natürlich noch ein paar andere Organismen wie Schnecken, Kalkalgen, kalzifizieren, also kalkbildende Schwämme, Muscheln, die berühmte Mördermuschel Tridacna gigas beispielsweise, oder Wurmschnecken, die ebenfalls Kalkgehäuse, festsitzende Kalkgehäuse bilden, die Vermalidae. Die alle tragen zum Entstehen eines kalkbasierten Korallenriffs bei. Aber die Feuerkorallen und die Steinkorallen sind die Leitorganismen. Ohne die gäbe es besagte Korallenriffe nicht. Und erst in jüngster Zeit hat man gesehen, dass neben der 20 Grad Isotherma, also dem Raum, Meeresraum um den Äquator, wo Korallenriffe fast rund um die Welt vorkommen, noch in größeren Tiefen und unter völlig anderen Lebensbedingungen Korallen gibt. Ich will da nicht weiter drauf eingehen, aber man muss es genannt haben, nämlich Kaltwasserkorallen.
Und je mehr man danach forscht, desto mehr entdeckt man. Die wachsen viel, viel langsamer, funktionieren auch im biologischen Umschlag oder biochemischen Umschlag und Stoffwechsel der Organismen viel, viel langsamer. Aber das sind teilweise riesige Riffe. Das längste, von dem ich weiß, ist das Röstriff am Rande des Kontinentalschelfs von vor den Lofoten. Das ist 40 Kilometer lang und bis zu 4 Kilometer breit. Ja, Leitorganismus da ist die Lophelia, die aber zum Überleben tatsächlich auch eine Artgemeinschaft mit einer Gorgonie braucht. Damit sind wir beim Ökosystem Korallenriff. Und wie ich sagte vorhin schon, es kommen unglaublich viele Organismen, zumindest in einer Phase ihres Lebens. Ja, ich sehe da gerade den Kommentar, ja, leider, die Ostsee ist noch voll davon. Sie war nie so wirklich voll, muss ich dazu sagen. Aber in der Tat, durch den Tunnelbau zwischen Deutschland und Dänemark bei Fehmarn geht davon noch weiteres Flöten. Zum Flötengehen sagen wir gleich noch mal was. Also, Korallenriffe. Ich kann in so kurzer Zeit nicht die Komplexität der Interaktionen der einzelnen Organismen und Bestandteile bei der Entstehung eines Korallenriffs darstellen. Aber Nahrungsquelle, Jagdrevier, Habitat, also Wohnort, Versteck auch für viele Großfische, die aus dem Blauwasser nachts oder tagsüber und dann nachts auf Jagd gehen, an einen Korallenriff kommen und sich da verstecken oder Ruheplätze haben. Putzerstation, eine der schönsten Beispiele für Putzerfische, Putzergarnelen. Also, wir reden hier von vielen Hunderten, Tausenden Organismen, die im Korallenriff als Gesamtsystem in ihrer Wechselwirkung diesen Lebensraum bilden. Und auch in dieser Wechselwirkung überhaupt erst entstanden sind. Hier zwei NASA-Fotografien von Korallenriffen. Einmal ein typisches Malediven-Atoll, ein anderes Mal ein quasi aus der Tiefe des Meeres nach oben wachsendes Riff. Denn das ist exakt die Theorie, die sich inzwischen weitestenteils bewahrheitet hat, die schon Charles Darwin zur Bildung von Korallenriffen hatte. Das heißt, einmal die sogenannten Wallriffe und Saumriffe, die tatsächlich von Land, existierendem Land, in Richtung Meer hineinwachsen. Dies hier ist die biologisch aktive Schicht. Ja, und dann bildet sich sozusagen ein Riff, ein Saum als Saum um die Landmasse und bildet irgendwann übrigens, und so sehen viele Malediveninseln aus, da sind dann so Sandinseln noch dazwischen, wachsen immer weiter mit ihrer Riffkante in das Blauwasser hinein, aber dazwischen bildet sich eine Kalkschicht, eine Kalkablagerung, und ganz viel Sand. Und dieser Sand entsteht unter anderem dadurch, dass Fressfeinde die Korallen annagen. Wenn jemand auch hier auf La Palma mal einen Papageienfisch beim Fressen beobachtet, dann die nagen nämlich auch ganz gern an den Korallen und sieht, dass sozusagen ein bisschen weißer Staub aus dem Maul heraus fällt nach der Mahlzeit oder während der Mahlzeit. Das ist zermahlener Kalk. Das ist das, was uns als nicht siliziumbasierter Sand in vielen Lagunen und Stränden entgegenkommt. Und ganz speziell, ebenfalls von Darwin das erste Mal aufgeworfen und entwickelt, nämlich Korallen wachsen nicht nur von Landstrichen weg, sondern sie überwachsen auch bei steigendem Meeresspiegel oder sinkenden Meeresoberflächen diese Meeresoberfläche. Und bilden dann nach oben hin Atolle, denen man ihre vulkanische Herkunft gar nicht mehr ansieht, denn die Vulkane sind lange unter der Erdoberfläche, der Wasseroberfläche verschwunden. Die Korallen, die sie überwachsen haben, sieht man heute noch. Das ist etwas, was auf den Malediven durch Bohrungen mal als bis zu 2000 Meter hoch oder tief, ist eine Frage der Perspektive, nachgewiesen. Und leider, muss man sagen, sind diese absoluten Wunderwerke der Symbiose und des Wechselwirkens in der belebten Natur
heute bedroht. Dafür gibt es Faktoren, die gibt es schon seit, was habe ich jetzt im... Okay. Krankheiten, einige der Krankheiten scheinen durch Erreger entstanden zu sein, die aus menschlichen Abwässern kommen. Andere gibt es offenbar als symbiotisch entstandene biologische Faktoren, wie die Black Band Disease. Ich nannte ihn schon Papageienfische, Bohrschwämmer und ganz besonders der Feind aller großen Korallenriffe, Acanthasta planki, der Dornenkronenseestern, der seinen Darm ausstülpt, über die Koralle stülpt und sie sozusagen außerhalb seines Körpers bereits verdaut. Der kann in der Tat Todesschneisen durch Korallenriffe schlagen. Aber in den letzten 30, 40 Jahren schlimmer und von erheblich schlimmerer Konsequenz sind der abiotischen Faktoren, nämlich die Wasserqualität, Müll, ein Plastiksack über einer Koralle lässt die Zooxanthellen absterben und tötet die Koralle genauso zuverlässig wie die Verschlechterung der Wasserqualität durch Einträge. Aber auch Einträge aus der Atmosphäre, werden wir gleich noch sehen. Zu viel Kohlendioxid ist eine ganz schlechte Nachricht für Korallenriffe und den einzelnen Korallenmechanismus. Dazu kommt, das Beispiel war eben schon mal da, Stichwort Tunnelbau zwischen Dänemark und Deutschland, Fischerei, mechanische Zerstörung durch Schleppnetze, durch Treibnetze, durch herumliegende und schwimmende Altnetze. Dynamitfischerei, Cyanidfischerei, also Fischerei mit Gift, haben in weiten Teilen der Karibik enorme Schäden in den Korallenriffen angerichtet und sozusagen der größten Bedrohung, nämlich dem Klimawandel, überhaupt erst die Mahlzeit bereitet. Denn das scheint heute die größte Bedrohung für Korallenriffe zu sein, beziehungsweise ist die größte Bedrohung Klimawandel und in der Folge das sogenannte Coral Leaching. Klimawandel zum einen, weil wir stärkere Stürme haben, auch in immer heftigerer, dichterer Reihenfolge. Korallenriffe bilden in 107 Ländern dieser Erde die Grundmauer des Küstenschutzes. Aber den wirklich starken Stürmen haben auch die nichts entgegenzusetzen. Und genau diese starken Stürme werden nach meteorologischen Beobachtungen immer häufiger. Und dann das, was ich selber miterlebt habe, und zwar eines der ersten, und ich war entsetzt, das Coral Bleaching. Das beobachten wir seit etwa 30 Jahren in verschiedenen Abstufungen. Und eines der ersten wirklich ganz schlimmen Coral Bleaching, die ganz erste Korallen oder eine der ersten schlimmen Korallenbleichen, war auf den Malediven 1997, 1998. Die haben fast ihre gesamte Korallenpopulation an einigen Atollen verloren. Wo man sich gefragt hat, was ist das? Ja, woher kommt das? Das wusste man damals noch nicht. Ist das menschengemacht? Ist das ein natürlicher Prozess? Erneuern die sich wieder in 2 Jahren, in 10 Jahren oder sind die auf alle Ewigkeit tot? Und auf den Malediven war ich besonders entsetzt, weil wir in den 2, 3 Jahren vorher jede Menge Schutzmaßnahmen mit PADI, mit dem VDST, mit einer deutschen Fluggesellschaft zusammen, einigen Umweltorganisationen wie den WWF organisiert hatten, um den Müll aus den Korallenriffen rauszuholen, um den Müll von den Malediven wegzuholen und wieder zurück in die Müllsortierung nach Deutschland zu fliegen. Und trotz all dieser Bemühungen waren die Dinger plötzlich tot. Und das liegt daran, dass sich schlicht und einfach immer häufiger Phasen ergeben, in denen das Meerwasser im Lebensraum dieser Korallenriffe sich erhitzt, über längere Zeiten erhitzt, über längere Zeiten Temperaturen von mehr als 30, 32 Grad erreicht.
Das führt zum Kollaps des Stoffwechsels bei den Zooxanthellen. Ohne Zooxanthellen keine glückliche Koralle. Die Korallenpolypen selber können eine Zeit lang auch ohne Zooxanthellen überleben. Sie können auch wieder neue aus dem Wasser aufnehmen. Aber bei langfristiger Bleiche folgt der Tod der Korallenpolypen, weil Zusammenleben im Sinne einer Symbiose heißt halt, dass ich diesen symbiontischen Partner brauche. Und dann überwachsen sehr schnell Meeresalgen und andere Organismen die wertvollen Kalkstöcke der Korallen. Und das ist das, was gerade passiert, dass nämlich die Korallenriffe aktuell, hier eine Untersuchung vom Great Barrier Reef, dass die immer dünner werden und dass immer größere Anteile der Korallen absterben. Das Foto daneben von der Seeanemone ist eines von Mauritius, das ich da vor 4 Jahren aufgenommen habe und wo man auch beginnt, wie die Korallen abzusterben beginnen, beziehungsweise die Bleiche beginnt. Und als wäre all das nicht genug, haben wir noch ein anderes Thema, was immer mehr in den Fokus rückt bei der Erforschung des Absterbens von Korallenriffen, nämlich die Versauerung des Ozeans. Das überschüssige Kohlendioxid in der Atmosphäre führt nämlich nicht nur dazu, dass es zu Temperaturanstiegen kommt in der langfristigen Betrachtung, sondern es führt auch dazu oder trägt dazu bei, um es korrekt auszudrücken, dass der Ozean und das Meerwasser immer mehr versauert. Ja? Das heißt, die Kohlensäure, die aus dem CO2 bei Kontakt mit Wasser entstehen kann, trägt dazu bei, dass der Kalk den Meeresorganismen, nicht nur Korallen, auch Schnecken, Muscheln und viele andere Organismen, Kalkwürmer, Vermeliden und so weiter, der Kalk wird, oder das Carbonat wird in Hydrogencarbonat gebunden. Das heißt, in löslichem Kalk, der sich zur Festigung, ich drücke es mal ganz einfach und ohne biochemische Formel aus, der sich zur Herstellung von festem Kalk nur sehr begrenzt eignet und auch biologisch weitaus schlechter verwertbar ist. Folge: kalkbildende Organismen nehmen Carbonat aus dem Wasser auf, um Schalen und Skelette aufzubauen und bauen instabilere oder kleinere Kalkgerüste. Und das gilt auch und ganz besonders für die Korallen. Und damit müssen wir leider festhalten, dass Korallenriffe ein faszinierender, unglaublich artenreicher Lebensraum auf unserem Planeten sind, der aber schon in seiner Mehrheit massiv bedroht ist durch Überfischung, durch Folgen des Klimawandels. Die Kaltwasserkorallen sind extrem empfindlich gegen Strömungsänderungen, weil deren Nahrungszufuhr, anders als bei den tropischen Korallen, stark von den Meeresströmungen und der Ozeanzirkulation abhängt. Und diese beiden Effekte, der Temperaturanstieg mit dem Bleaching, mit dem Absterben der Algen und Zooxanthellen und die Versauerung des Ozeans durch den erhöhten CO2-Partialdruck in der Atmosphäre, der führt dazu, dass fast 60% der Fläche der Korallenriffe als gefährdet oder akut gefährdet geführt werden. Wir haben bereits 30% der noch im letzten Jahrhundert als Korallenrifffläche bekannten Flächen verloren. Die sind unwiederbringlich hinüber. Und von den riffbildenden Korallenarten stehen heute 230 als stark gefährdet oder aussterben bedroht auf der roten Liste der IUCN, der Artenschutzorganisation der Vereinten Nationen, und weitere 280 Arten sind schon als potenziell gefährdet eingestuft. Man muss kein Mathematiker sein, um zu ahnen, mit welcher Artenvielfalt wir für die Zukunft noch weiterarbeiten können. Wir Menschen können dagegen zum gegenwärtigen Stand sehr wenig machen. Es gibt ein paar wissenschaftlich hochfundierte und großartige Methoden. Es gibt die Bio-Rocks, nennen die sich. Da ist an deren Entwicklung ist der Schumacher, den ich eingänglich zitiert habe, mitbeteiligt.
Ich habe ihn in diesem Zusammenhang auch mal persönlich kennengelernt, weil wir Material für diese Hilfsaktionen eingeflogen haben. Da wird ein schwacher kathodischer Strom angelegt an Metallgerüste und der hilft den Korallen beim Wachsen und die Bildung von Calciumcarbonat wird auch wieder gefördert. Großartige Geschichte bei anderen Dingen, da werden dann Antibiotika mit Mikroorganismen an die Korallen gebracht. Das halte ich persönlich für ziemlichen Schwachsinn. Aber es gibt Versuchsreihen in Mexiko und Indonesien, mit denen das versucht wird. Es wird versucht, hitzeresistentere Zooxanthellen zu finden, um die in Korallenstücken auszusiedeln, damit sie eben nicht bei 32 Grad kollabieren, sondern vielleicht auch erst bei 35 Grad. Heißt, wir machen sie klimawandelresistent. Aber eins ist ganz wichtig, und das muss uns bewusst sein. Eine funktionierende Methode zur großflächigen Rettung oder auch nur Reparatur gibt es nicht. Es kommt immer wieder in der Presse, irgendein idiotischer Artikel darüber, dass mit solchen künstlichen Methoden die Korallenriffe wiederhergestellt werden können. Das ist absoluter Blödsinn. Man kann kleinflächige Reparaturen vornehmen. Das Ganze ist unglaublich teuer, unglaublich aufwendig. Pro Quadratmeter und Jahr kostet zwischen 500 und 700 US-Dollar. Das ist auf den 650.000 Quadratkilometern heutiger Korallenriffe so nicht machbar. Und von daher setze ich persönlich leider keine große Hoffnung in solche künstlichen Rettungsmethoden. Was mich zum Abschluss bringt, mit einer Mahnung. Ich mahne nicht gern, aber ich habe das auch schon bei der kurzen Vorstellung der Marienbiologie gemacht. Leben, wie wir es kennen, existiert in einem 20 Kilometer breiten Streifen rund um unseren Planeten. Nicht überall dort, ja. Antarktis und Arktis sind da teilweise ausgenommen, aber nur mal so als Prinzip. Dieses Leben hat sich in verschiedenen Stufen seit 2,5 Milliarden Jahren entwickelt. Und wird seit 250 Jahren einigermaßen systematisch erforscht. Wir kennen von allen Formen des Lebens, von den einzelnen Arten, irgendwas zwischen 5 und 15%. Ja, gibt es viele abweichende Schätzungen. Von den Prozessen, die dieses Zusammenspiel des Lebens, diese Symbiosen, diese Bildung von Lebensgemeinschaft, von ganzen Systemen ermöglicht, von denen kennen wir sogar noch weniger. Und in puncto Korallen haben wir in weniger als 100 Jahren ein Drittel dieser Systeme bereits vernichtet. Wir kennen sie nicht, wir kannten sie nicht und man muss leider sagen, wir werden sie auch nicht kennenlernen. Und das ist eine hochproblematische Rolle des Menschen im gegenwärtigen Zeitalter. Wir formen unseren Lebensraum um. Und wir formen ihn so um, dass andere nicht überleben können und werden am Ende feststellen, dass wir selber dann auch nicht mehr überleben. Das wäre dann auch die Konsequenz für die Faszination Tau. Das ist ein Bild eines Korallenriffs nach einer dreimonatigen Korallenweiche. Ein Haufen biologischer Schutt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für das Verständnis, dass ich im Chat nicht immer sofort reagiert habe. Das werden wir jetzt in der Diskussion noch tun, aber schon aus Zeitgründen beende ich die Präsentation, gebe Vero noch kurz die Gelegenheit, die Endfolie einer Punkfish Academy aufzurufen und stehe dann für weitere Fragen und Diskussionswünsche zur Verfügung. Und gucke mir natürlich gerne auch nochmal den Chat daraufhin an.